So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und der Pokémon-Experte haut gerade ab in die Küche. Der muss eine räuchern, hat er gesagt. Wir sind immer noch bei dem gleichen Thema, die Starter entwickeln und vor allem die Sonderbonbons investieren. Ich habe ja letzte Folge, hoffe ich zumindest, dass ich das in der Reihenfolge hochladen kann, ein paar investiert. Von 444 habe ich jetzt immer noch 383 Sonderbonbons übrig und ich brauche dringend Beutelplatz und weiß einfach nicht, was ich mit den Sonderbonbons machen soll. Deswegen habe ich die in Floink gesteckt, um das Flambirex zu entwickeln, was Bisafan TV ja auch schon gemacht hat, wo ich auch finde, dass Flambirex das coolste der Gen 5 Starter ist, wenn man sich die Endentwicklung betrachtet. Otaro finde ich aber am süßesten von den dreien. Dann kommt Floink und dann kommt das komische Serpifeu. Das finde ich richtig hässlich. Aber von den drei Endentwicklungen finde ich, glaube ich, nur Flambirex richtig cool, richtig brutal, richtig genial. Habe ich das schon gesagt? Nee, cool, brutal, genial. Genau das waren die drei Stichworte. Und da wir immer noch so viel Sonderbonbons übrig haben, wollen wir uns... Ach, X-Ray, ist ja auch noch. Wurde ich eingeladen von Annika. Grüße gehen raus. Danke nochmal dafür. Wollen uns aber jetzt nochmal um das Serpifeu kümmern. Das hässlichste der drei Starter, meiner Meinung nach. Dazu gehen wir natürlich wieder auf den Beutel. Geben mal Serpi ein. Also nur Ser, mit dem einen laufe ich nämlich gerade. Da habe ich noch nicht so viel gefangen wie beim Floink. Und muss natürlich in dem Sinne wieder... Sonderbonbons investieren, da ich eben nicht weiß, was ich sonst mit den Sonderbonbons machen soll. Beim Mewtwo, wie gesagt, habe ich noch über 900 Bonbons übrig. Da kann ich noch in Ruhe ein paar hochziehen. In allen anderen Legendären schlummern auch noch 250 auf der Reservebank. Also werden wir wieder das höchste Serpifeu, was ich hier habe, nehmen, da die Sonderbonbons reinstecken und es dann hochziehen. Das hat jetzt schon 85, ist also auch eigentlich eine gute Zahl. Da gehen nicht so viele drauf, aber... Wir werden wieder hochziehen bis 124, da ihr durch die erste Entwicklung ja ein Serpifeu-Bonbon noch dazu bekommt, braucht ihr nicht 125, sondern nur 124 auf der Hand. So, jetzt haben wir 124 und entwickeln einmal Serpifeu, das hässlichste der drei Gen 5 Starter. Meiner Meinung nach, jeder hat eine andere, wie gesagt. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was euer Lieblingsstarter der fünften ist. Ist das Floink? Ist das Serpifeu? Oder ist das Otaro? Hier, das sah vorher komisch aus, sieht jetzt noch komischer aus. Namen weiß ich auch nicht, aber der steht ja gleich da. Der Pokémon-Experte ist nämlich nicht mehr hier. Evoserp, was ist das überhaupt für ein Name? Und wie komisch das aussieht, das ist einfach nur so dünn und drahtig und... Unten sieht es jetzt aus wie eine dicke, fette Wasserschlange. Wir haben genau 100 Bonbons, 100 braucht es. Und holen uns jetzt noch die letzte Entwicklung. Serpifeu zu Evoserp zu... Serpiroyal. Serpiroyal. Klingt wie was von McDonald's, ne? Ein Serpiroyal bitte zum Mitnehmen. Aber mit Salat. Da kriegt man gleich wieder Hunger. Das ist jetzt einfach eine grüne Wasserschlange. Entwickelt mich irgendwie an die kleine Schwester von Milotic, wenn man sich das so betrachtet. Es erinnert mich, genau. Ja, aber was hat das denn mit einem Pflanzenstarter zu tun? Das sieht eher aus wie ein Wasser-Pokémon, nur in grün, weil es so viele Algen gegessen hat. Das also Serpiroyal. Habt ihr auch schon ein Serpiroyal entwickelt? Habt ihr überhaupt schon ein Serpifeu gefangen? Und würdet ihr da Sonderbonbons reinstecken? Oder für was nutzt ihr eure Sonderbonbons? Schreibt es mal in die Kommentare. Ihr seht schon, wie arrogant und überheblich das so in die Luft schaut, weil es wieder denkt, es ist was Besseres. Da gönne ich mir lieber Flambirex. Der hat nämlich den König Barbarossa-Bart, dem brennt die Fresse. Das ist sympathisch, das will ich sehen. Das ist richtiger King. Nicht so wie Serpiroyal, kommt auch nur auf 2017. Das ist auch schon 2 Jahre her. Das ist alt, das braucht man nicht. Eisenschweif vor allem. Was macht das mit Eisenschweif? Jo, ich bin eine Pflanze mit viel Eiweiß. Eisenschweif. Egal, der Ramses, der redet wieder. Der Pokémon-Experte will jetzt auch seine Ruhe haben. Ne? Wir wollen jetzt endlich mal einen Film gucken, den wir gestern Abend schon gucken wollen, was wir wieder mal verpasst haben. Das war es also von meiner Seite aus. Schreibt es mal rein. Habt ihr die Starter schon entwickelt? Was ist euer Lieblingsstarter? Was ist eure Lieblingsendentwicklung? Das können da zwei verschiedene Sachen sein. Und vor allem, was macht ihr mit euren Sonderbonbons momentan? Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Pokémon-Experte Marco. Wiedersehen. Genau, so. Ah!